Freddy Bobic wird Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Das hat der aktuelle Sportvorstand am Dienstagabend offiziell bekannt gegeben und sogar verlautbart, dass er Mitte 2020 auch schon gehen wollte, aber geblieben ist. Warum das jetzt sehr interessant ist für die Eintracht, weil die sich ja momentan in einer sehr guten Situation befinden und was die Härte damit zu tun hat, das besprechen wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Aber bevor wir in dieses kleine Analyse-Video reinstarten, möchte ich euch noch darum bitten, falls euch dieses Video gefällt, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung dalassen, den Kanal abonnieren für mehr Fußball-Content. Ich habe eine große Variation an verschiedenen Fußballthemen auf meinem Kanal, da findest du sicher auch irgendwas und natürlich kommentieren könnt ihr auch immer zu dem Thema. Ich diskutiere wie immer gerne mit und wir starten jetzt mal ins Video. Let's go! Reden wir doch mal über Freddy Bobic. Also der ist mittlerweile Sportvorstand der Eintracht, wie gesagt wird im Sommer jetzt den Verein verlassen. Zuvor war er ein sehr guter Kicker im Sturm, hat unter anderem bei seinem Jugendclub VfB Stuttgart sehr sehr erfolgreich gespielt, aber auch bei Borussia Dortmund, Hannover oder Hertha auch seine Brötchen verdient. Grundsätzlich jetzt ist er mittlerweile Sportvorstand, 2016 ist er zur Eintracht gekommen und zuvor war er noch beim VfB Stuttgart längere Jahre tätig, also bei seinem Jugendverein, mittlerweile wie gesagt bei Eintracht Frankfurt tätig. Wenn man jetzt ein Resümee ziehen kann aus der Zeit bei Eintracht, also von 2016 bis jetzt 2021, war die Zeit auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Er hat es geschafft, natürlich mit den anderen Vorständen und mit dem generellen Verein, mit Adi Hütter und Niko Kovac am Anfang natürlich auch, den Verein wirklich als einer der erfolgreichsten Teams in Deutschland darzustellen, weil sie haben unter anderem 2017, 2018, das war wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr, den DFB-Pokal gewonnen gegen die Bayern im Finale, was ein unglaublicher Sieg damals war und noch immer bei den Fans sehr tolle Momente auslöst und tolle Erinnerungen natürlich. Und natürlich auch die Europa League Run, wie man so schön sagt, oder den Lauf besser gesagt, mit Jovic, Alea, mit diesen ganzen tollen Spielern im Sturm, war natürlich auch eine sehr erfolgreiche Zeit und mittlerweile in dieser Saison auch wieder die Eintracht mehr als nur dabei. Sie sind mittlerweile in den Top 4, spielen überragenden Fußball und das kann sich mehr als sehen lassen. Also man kann auf jeden Fall sein Resümee ziehen und sagen, Bobic, das war eine sehr erfolgreiche Geschichte mit der Eintracht. Aber mit diesem Jahr geht jetzt diese erfolgreiche Zeit zu Ende, denn wie der Sportvorstand jetzt angekündigt hat am Dienstagabend im Fernsehen, wird er den Verein 2021 verlassen. Es wurde eh schon spekuliert, dass er den Verein verlassen wird, auch 2020 schon, aber jetzt hat er es offiziell gemacht und damit heißt es auch für die Eintracht, sie brauchen einen Nachfolger in der nächsten Saison. Reden wir jetzt doch mal drüber, wohin wird es Freddy Bobic ziehen und warum die Hertha damit ein ganz interessanter Partner sein könnte in der nächsten Zeit, das besprechen wir jetzt. Also Hertha BSC, wie gesagt, Freddy Bobic hat schon mal bei der Hertha gespielt, er kennt also den Verein ein wenig und die Hertha ist momentan natürlich auch wirklich ohne ja, langfristigen Sportchef, so nach meiner Information ist ja Arne Friedrich momentan so interimsmäßig statt Preetz, der ja den Verein verlassen hat müssen wegen sportlich schlechter Ergebnisse und auch Bruno Labbadia, der Trainer. Also die Hertha ist momentan generell in einer sehr schwierigen Situation. Es hat auch wieder der alte Trainer Pal Dardai übernommen, der natürlich den Verein auch sehr gut kennt. Aber die Hertha steht momentan ohne langfristigen Sportchef da. Und da ist natürlich jetzt sehr interessant, dass ausgerechnet Freddy Bobic dieses Jahr den Verein verlassen will, wo gerade die Hertha momentan einen Sportvorstand sucht, der langfristig natürlich den Verein wieder Ziel Champions League. Ob das jetzt wirklich gelingen mag, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall aus diesem Abstiegskampf, in dem sie momentan sind, rausbringen wird. Natürlich erst ab nächster Saison, also muss es dieses Jahr noch Arne Friedrich schaffen, Hertha in der Liga zu behalten. Da würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Könnt ihr euch Freddy Bobic bei Hertha BSC vorstellen? Glaubt ihr, dass es mit ihm wieder Erfolg geben wird, dass sie den Verein generell langfristig etablieren können in der Liga? Schreibt es mir mal gerne eure Meinung unten rein. Aber was natürlich jetzt sehr interessant ist, natürlich, dass Eintracht einen neuen Sportvorstand sucht und die meisten Fans werden sich natürlich fragen, es läuft im Moment dann so gut, hoffentlich wird es da jetzt keine dramatischen Änderungen geben oder zumindest nur eine fortführende Arbeit der aktuell guten Arbeit. Und da würde mich mal eure Meinung als Frankfurt-Fans interessieren oder generell die Frankfurt-Fans, was glaubt ihr, wird der neue Sportvorstand da generell jetzt nochmal Umschwung einleiten oder wird da generell die Arbeit einfach weitergehen und wen könntet ihr euch da vorstellen als neuen Sportvorstand? Ich habe jetzt momentan noch nicht viele Kandidaten gehört, es wird ja alles sehr viel intern gemacht kann momentan, vielleicht auch jemand ganz Neues. Auf jeden Fall muss es jemand sein, der natürlich mit der Arbeit bei der Eintracht vertraut ist oder der generell auch weiß, wie man diesen Verein momentan so weiterführen kann, wie er momentan erfolgreich geführt wird. Und ja, das war es auch schon mit diesem Video. Generell, falls es wieder gefallen hat, können Sie gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren für mehr Content und wir hören uns damit dann beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.